Hey Leute, herzlich willkommen. Hier ist BT, euer Bitcoin. Nein, heute euer IOTA Trading Informant. IOTA, Mega News, super ausgebrochen. Bitcoin geht nach oben. Ja, die ganze Welt geht nach oben. Kryptocoins, alles geht nach oben. Aber wir schauen uns jetzt bei diesem Video IOTA ein bisschen genauer an. Nämlich, warum, wieso, was ist mit dem RSI? Was ist mit dem SMA 200? Was zum Teufel ist ein VWAP? Das schauen wir uns an, genauso wie das hier. Wie verhält sich eigentlich IOTA gegenüber dem Bitcoin? Was sagen die ganzen Spezialisten da draußen? Wo könnte denn die Reise so hingehen? Ihr seht schon mal im ersten Blick, ja, das könnte gut nach oben gehen. Wie schaut es mit den technischen Analysen aus, mit den technischen Indikatoren aus? Und natürlich, was sagt euer Bitzi zu der ganzen Geschichte? Wo sieht er seine nächsten Ziele? Auf was schaut er jetzt ganz genau? Ja, er, das bin in dem Fall ich, Bitzi, euer Bitcoin-Trading-Informant. Und wir starten jetzt gleich mal los mit der ganzen Geschichte. Erstens mal, IOTA geht gerade gut nach oben. Ja. Natürlich nicht schwer. Es geht ja alles gut nach oben. Bitcoin richtig gut nach oben. Viele andere Coins gehen mehr nach oben. Muss man sagen, viele andere Coins wachsen momentan viel schneller als IOTA. Aber trotzdem, IOTA hat doch so viel technischen Hintergrund. Und wir schauen uns jetzt mal in diesem Video an, technisch. Was könnte denn jetzt passieren? Jetzt gar nicht mal so bei IOTA die Zusammenarbeit mit Scheich so und so, mit Scheich so und so. Nein, das lassen wir außen vor. Rein technisch. Wo könnte jetzt die Reise hingehen gegenüber den anderen Kryptocoins und auch vor allem gegenüber Bitcoin? Ist es jetzt eigentlich besser, kurz vor dem Halving von Bitcoin eventuell zu changen, umzusteigen auf IOTA? Gute, große Frage. Erstens mal RSI. Wir sind momentan beim RSI weder über- noch unterbewertet. Wir sind hier momentan bei 45 Punkten. Der RSI, Kurssteigerung, Relation zu allen Kursveränderungen. Okay, dabei wir zunächst die Summe, das lasse ich euch jetzt mal weg. Wichtig ist auf jeden Fall, wir haben hier den 14-Tages-Schnitt hergenommen und hier sehen wir, wir sind ziemlich in der Mitte im 14-Tages-Schnitt, das heißt nicht überkauft, nicht unter, überverkauft oder überkauft, nein, wir sind momentan hier in der Mitte, im 14. Schnitt, also im 14-Tages-Schnitt. Wenn wir uns den SMA 200 anschauen, das ist der einfache gleitende Durchschnitt, dann sind wir über dem gleitenden 200-Tages-Durchschnitt, SMA 200. Der ist momentan bei 0,18, wir sind mit 0,32, also schön darüber. Und genau das ist auch wichtig, der gleitende Durchschnitt gilt nämlich allgemein als Zeichen für eine positive Sache, ein Wert unterhalb wäre eine negative Sache. Also spricht sich dieser Indikator für eine gute Entwicklung bei IOTA aus. Und dann gibt es auch ganz interessant den VWAP, VWAP. Nein, es ist kein Wrap oder sonst irgendwas. Was ist das eigentlich? Was sagt er aus? Ganz kurz, volumengerichtete Durchschnittspreis. Wichtiger Indikator. Bekannt ist er unter der englischen Abkürzung eben VWAP oder VWAP für Volume Weighted Average Price. Sorry für mein schlechtes Englisch. Auch hier wird ein positiver Trend unterstellt, wenn der Kurs über diesen VWAP liegt und ein negativer, wenn er darunter liegt. Aktuell liegt der volumengewichtete Durchschnittspreis bei eben 32 Cent, jetzt weiter steigend. Der aktuelle Kurs liegt also leicht über diesem VWAP. Allerdings liegt der Kurs weniger als 3% darüber. Also handelt es sich noch um kein besonderes, eindeutiges, super bullisches Top-Signal. Häufig wird beim SMA der Berechnungszeitraum von 200 Tagen gewählt. Ja, so auch in diesem Fall ergibt deshalb eher Auskunft über den mittelfristigen Trend. Der VWAP wurde dagegen wie allgemein üblich mit Daten vom Tag bestimmt. Daher gerne für Daytrading, also für die Tagestrader. Also dieser VWAP momentan, ja, gut, aber nicht so übermäßig drüber gut. Um das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Jetzt aber mal in die nächste Geschichte, die immer wieder interessant ist, und zwar IOTA versus Bitcoin. Und das schaut gar nicht mal so schön aus. Muss man ganz ehrlich sagen, schaut euch mal das an. Wir sind in einer mega großen Abwärtsgeschichte gefangen. Schon seit langer, langer Zeit verlieren wir gegenüber Bitcoin mit IOTA extremst an Wert. Extremst an Wert. Schaut euch das mal an. Also, wenn man statt auf Bitcoin auf IOTA gesetzt hat, habe ich auch natürlich ein bisschen, dann verliert man gegenüber Bitcoin mächtigst an Wert. Und das ist der Tageschart, Freunde. Wenn wir uns den Tageschart gegenüber dem Bitcoin anschauen, schaut euch das hier bitte doch mal an. Gewaltige Geschichte, was hier momentan abgeht. Schaut euch das hier an.
Wir hatten hier gewaltige Ausschläge nach unten gegenüber Bitcoin. Bitcoin ist super toll nach oben geschossen, IOTA nicht so toll. Und das machen diese langen Dochte nach unten. Aber für alle, die meine Videos immer wieder sehen, schaut euch mal an, was sagen lange Dochte aus? Lange Dochte nach oben sagen aus, Achtung, es könnte nach unten gehen. Hat bis jetzt immer wieder gut gestimmt, ein langer Docht nach oben, zack, es ging nach unten, langer Docht nach oben, zack, es ging nach unten. Momentan hier sehen wir zwei lange Dochte, die nach unten gehen. Und das ist für mich so ein Zeichen, dass ich sage, okay, Alter, die sind extrem gegenüber Bitcoin nach unten ausgeschlagen. Es könnte jetzt im Tagesschart Zeit sein für eine Trendumkehr. Dafür muss aber eines passieren. IOTA muss gegenüber Bitcoin aus diesem bescheidenen Abwärtskanal, der hier seit ewig langer Zeit, eigentlich seit 3 Jahren jetzt besteht, da müssen wir mal ausbrechen. Hier nach oben jetzt ausbrechen, dann wäre es Zeit für IOTA. Momentan ist es das noch nicht. Muss man ganz offen und ehrlich sagen. IOTA geht schon nach oben, aber momentan gegenüber Bitcoin lassen wir noch immer Federn. Und ihr seht schon, wie lange das hier so seitwärts geht. Fast ein Jahr geht das Ganze hier seitwärts gegenüber Bitcoin, sogar leicht im Minus gegenüber Bitcoin. Es ist eigentlich, naja, okay, nicht schön. Nächste Geschichte. Was sagen jetzt die Professoren da draußen? Was sagt zum Beispiel der Bullish Trader? Der Bullish Trader sagt, Achtung, was sehe ich hier auch? Dasselbe sehe ich hier auch natürlich. Wir haben hier einen Parallelkanal, einen Abwärtskanal. Und aus dem brechen wir gerade aus. Und er sieht hier voraus, es geht nach oben auf die 0,618 Fibonacci auf 1,70 $. Seine Prognose zu dem Ganzen hier. Nächste Geschichte. Hier. Und zwar sagt der Nächste hier das ganz dasselbe. Großer, fetter Widerstand hat sich hier aufgebaut über diese immer wieder tiefer gehenden Hochs, die wir hier hatten. Und was ist jetzt passiert? Wir brechen gerade aus. Aber Achtung, ja, wir brechen gerade aus, aber da müssen wir mal drüber. Ganz fetter Widerstand hier und das sehen wir auch ganz schön. Er hat es super perfekt gezeichnet. 36 Cent fetter Widerstand momentan. Und das ist auch so eine Geschichte, wo wir jetzt wirklich gleich rankommen, wo wir jetzt sehen werden, Achtung, kommen wir da jetzt drüber oder nicht. Technisch gesehen schaut es bei IOTA so aus: alles auf Strong Buy im Tageschart, im Wochenchart, alles auf Buy, aber Achtung, die Oszillatoren gehen auf Neutral. Und im Monatschart auch alles auf Kaufen. Also größere Zeitfenster, alles kaufen. Und die kleineren Zeitfenster, 4 Stunden, Stunde, auch alles auf stark kaufen. Außer die Oszillatoren, die sind ein bisschen wie die Schweiz. Die sind sich nicht so ganz einig, wie das weitergeht. Wenn wir jetzt unsere aktuelle Analyse anschauen, sehe ich hier, dass wir aus diesem Dreieck ausgebrochen sind. Großes, mega großes Dreieck hier seit Dezember 23. Und was ist passiert? Wir sind endlich wunderbar ausgebrochen aus diesem Dreieck. Aus diesem Abwärtstrend, den wir hatten, und somit bauen wir auch hier schön zu sehen im Tageschart höhere Hochs. Wir sind sogar über das hier drüber gekommen, das ist super interessant, das war nämlich bei 32. Jetzt gilt ganz klar hier oben, Widerstand ist zwecklos. 37 Cent müssen fallen, unbedingt bei IOTA da oben. Wenn wir diesen Punkt hier schaffen, nach oben hinauszubrechen, also über diese 37, 38, sagen wir knapp 40 Cent, dann schaut das Ganze wirklich gut aus, dann könnte die Reise wirklich gut weitergehen. Was sehen wir jetzt noch, wenn wir uns das Ganze hier anschauen? Und zwar Indikatoren, holen wir uns mal rein. Golden Cross, Death Cross, immer wieder wichtig für mich. Im Tageschart hatten wir ihn hier, den Golden Cross. Und interessant, im Tageschart, schaut euch das hier mal an. Grüne Linie, welche Wertigkeit die hat, wie sie hier ein großer Widerstand war, hier Widerstand war, hier Widerstand war. Dann haben wir es zurückgewonnen. Das war genau der Punkt einzusteigen. Warum? Aus dem Dreieck ausgebrochen, perfekt hier bei 26 Cent ausgebrochen, über die grüne Linie gleichzeitig ausgebrochen, dann nochmal angetestet, grüne Linie mit der Mördercandle hier, mit dieser Mörderkerze, mit diesem langen Docht nach unten nochmal angetestet, da haben wahrscheinlich alle wieder die Nerven weggeschmissen und verkauft. Großes, großes Problem. Nein, es ging weiter nach oben. Wir sind hier schön nach wie vor im Golden Cross über der grünen Linie und natürlich auch somit über der roten Linie. Und der Tageschart gefällt mir wirklich gut. Jetzt nicht gegenüber Bitcoin, ich weiß schon. Aber trotz allem, es ist mal ein schönes Zeichen nach oben. Wenn es auch nicht der Befreiungsschlag ist, den wir uns momentan alle wünschen würden für IOTA, es ist halt mal gegenüber Bitcoin ganz gut. Aber was sagt uns jetzt der Relative Strength Index? Und der macht mir Sorgen, schon längere Zeit Sorgen, auch bei Bitcoin. Wir sind nämlich stark überkauft. Seht ihr das hier?
Wir sind hier bei 76 Punkten. Alles über 70 ist überkauft. Wir sind mit 76 stark überkauft. Und somit ist es natürlich nicht ganz so easy. Ja, wir können lange überkauft sein. Ja, es kann sogar eine Divergenz ergeben und noch länger und so weiter und so fort. Ist mir alles klar. Aber aktuell zeigt uns das hier, Achtung, wir sind überkauft. Große Frage ist jetzt, kommen wir mit dem RSI nochmal ein Stückchen her als dieser Punkt hier? Das wäre wichtig, dann könnten wir ein neues Hoch schaffen, auch beim RSI. Dann könnten wir auch locker nochmal hochgehen auf diesen Punkt da oben bei 38 Cent. Den beobachte ich jetzt als nächstes Ziel. Und da würde ich auch, wenn wir jetzt hochschießen, vielleicht mal ein bisschen Gewinne rausnehmen. Achtung, da oben ist nämlich sehr, sehr großer Widerstand. Kommt jetzt viel drauf an, was Bitcoin macht. Neues All-Time-High bei Bitcoin? Wie geht die Sache weiter? Das ist jetzt die große, große, große Frage. Geben wir den Moving Average mal kurz rein. Der wird uns jetzt aber sagen, geht super nach oben alles, brauchen wir uns nicht anzuschauen. Schaut mal, dunkelgrüne Kerzen hier, schön. Wir sind mit der blauen Linie auch über der braunen. Alles gut, alles schön. Das ist alles mal so weit, so gut. Gehen wir noch eins raus, Wochenchart. Und im Wochenchart ist es nämlich auch schon so, MACD hat schön wieder gedreht da unten in den grünen Bereich. Super. Und der RSI ist auch noch ein bisschen gefährlich. Wir kommen nämlich schon gleich wieder in die überkaufte Zone, sogar im Wochenchart. Nur im Monatschart, da haben wir so viel Luft nach oben. Da sind wir nämlich hier, wie gesagt, unter 50 Punkten. Und da könnte wirklich viel gehen. Schaut euch das hier an, wie gut das Ganze eigentlich stimmt hier. MACD, da unten war dann der Zeitpunkt da, wo es von Rot auf Grün gedreht hat. Natürlich ist es danach doch weiter nach unten gegangen, aber wir ziehen jetzt schön nach oben mit den grünen Linien hier. Das ist ganz gut zu beobachten hier beim MACD. Und wie gesagt, von diesem überkauften Bereich, den wir hatten, hier, schaut euch das, ich will gar nicht hochzoomen, da oben, überkaufter Bereich, verkaufen, abwarten, nach unten. Wir waren nicht überverkauft, ziehen jetzt wieder schön nach oben. Ja, da könnte doch einiges gehen. Und wenn wir uns das hier jetzt so anschauen bei unserem Fibonacci, dann sehen wir auch schön, wo sind die nächsten großen Punkte, die ich jetzt so beobachte. Ganz klar hier mal die nächste Geschichte. Wenn wir es wirklich weiter schaffen, die 74 Cent, da hatten wir ganz viel Action. Ihr seht es hier ganz gut. Hier nochmal die nächste Action, 0382 Fibonacci, 1,11 Dollar. Und dann möchte ich gar nicht noch weiter sprechen, wo die Reise hingehen könnte. Momentan müssen wir da unten mal ausbrechen aus diesem Katastrophengebiet, damit wir mal auf die 74 Cent kommen. Aber dazwischen ist so viel Schwierigkeit. Wie gesagt, da hängt viel von Bitcoin momentan ab und ganz, ganz viel, ob wir uns hier endlich aus diesem Abwärtskanal lösen können. Wenn wir uns hier aus diesem Abwärtskanal lösen könnten, nach oben ausbrechen könnten, würde ich sogar sagen, ich schichte um, Bitcoin raus, haltet mich jetzt nicht ganz wie verrückt, Bitcoin raus und rein in den IOTA, wenn wir diesen Abwärtskanal hier endlich Bitcoin gegen IOTA durchbrechen könnten. Das wäre so ein Zeichen dafür, dass es jetzt die Zeit ist und IOTA hier gut nach oben schießen könnte. Leute, das ist es schon von meiner Seite. All das ist natürlich keine finanzielle Beratung hier, not a financial advice. Nein, meine persönliche Meinung und die einiger anderer auch, die ich hier mit eingebaut habe für IOTA. Lasst es mich wissen, was meint ihr dazu? Wohin geht die Reise bei IOTA? Die meisten sagen, runter in den Keller, raus aus dem Coin. Momentan schaut es auch nicht so super aus, aber der Ausbruch da, der würde mich positiv stimmen. Danke, macht es gut. Tschüss und ciao, euer Bitty, euer IOTA Trading Informant, euer Bitcoin Trading Informant. Ciao, Leute.